Philipp Lahm. Jetzt im Duett vielleicht mit Podolski. Podolski schon wieder auf dem Weg nach innen. Gute Idee. Ganz stark aufgepasst vom Kapitän von Sadigov. Ansonsten wäre Müller durch gewesen. Sadigov hat jetzt Mühe, seinen Laden da hinten zusammenzuhalten. Auch weil Podolski vor Elan nur so sprüht. Lahm. Klose. Das ist es. Nein. Westermann, ja. Viertelstunde hat es gedauert für Heiko Westermann, bis er den Ball im Tor unterbringt. Schon wieder hat Agajew großartig reagiert. Ganz stark bei dem Tor, wie Klose den Ball mit dem Rücken zum Tor hier verarbeitet und in aller Ruhe auflegt für Westermann. Wohl kein Abseits, wenn ich das richtig gesehen habe. War gleiche Höhe aus der Perspektive. Haben wir es nicht eben angedeutet? Er hat eben diese Qualität, Torgefährlichkeit. Erstmal gut abgewehrt, aber dann liegt er am Boden. Khedira zieht zurück und dann rein mit Picke oder Vollspann. Egal wie wichtig dieses Führungstor, um ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit im Spiel zu haben. Es hat sich angedeutet, die deutsche Mannschaft. In dieser ersten Hälfte zu beobachten war. Also sie spielen unglaublich defensiv. Podolski schön freigespielt. Jawohl! Perfekt passend auf diese erste Hälfte. Es war Fußball mit Spaß und es war Fußball von Lukas Podolski in seiner Heimatstadt Köln. Ein ideales Ende im Zusammenspiel, im Doppelpass mit Mesut Özil. In Sachen Abschluss aus dieser Position macht ihm dann ohnehin kaum einer was nach. Es bleibt dabei. Podolski in der Nationalmannschaft, das passt einfach. Er weiß, was er zu tun hat. Und er hat diese Mitspieler, diese Özils und Schweinsteigers, die ihn, wo auch immer er steht, finden. Zahlen sagen alles, diese erste Hälfte, die Leistung, insbesondere des Kölners Lukas Podolski, bestätigt, dass er zu Recht spielt. Er hatte 4 Chancen und hat dann mit der 5. sein Tor gemacht. Badstuber, jetzt kommt er auch durch. Jawohl! Und Podolski, 3-0 Kluchse! Treffer 51 der beiden zusammen. So geht's, Holger Badstuber. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte zeigt er, dass er mit seinem Platz doch noch mehr machen kann. Kein Abseits, super Abspiel von Badstuber. Und dann Klose mit Klasse. Kann er nur so machen mit Lupfer. Podolski hat den Kopf oben. Es ist Aserbaidschan als Gegner, aber Aserbaidschan liegt, kann man genauso sagen wie zum Sieg in Belgien, der deutschen Mannschaft nicht überall 3-0 zurück zur Pause. Sie haben Geduld gebraucht, sie haben Geduld aufgebraucht und sie haben spielerisch sich deutlich gesteigert ab der 20. Minute, führen jetzt völlig verdient mit 3-0, auch dank eines heute in der ersten Hälfte herausragenden Lukas Podolski. Diese Art und Weise der deutschen Mannschaft, diese wirkliche Dominanz im Auftreten, zeigt Wirkung bei Aserbaidschan. Was da abgelaufen ist in den 15 Minuten vor der Pause, das sitzt ihnen noch in den Knochen. Jetzt trauen sie sich fast gar nichts mehr zu. Westermann auf Khedira. Sucht schon wieder und Eigentor. Sadigov, der Kapitän. Ein Pass mit Risiko, mit Mut von Westermann auf Khedira, der das Zuspiel verarbeiten kann. Viel Glück dabei bei dieser keineswegs guten Flanke. Allerdings der Ball setzt nochmal auf. Pass zu der Phase Aserbaidschans. Jetzt wird es deftig. Jetzt sind wir schon bei den 4 Toren von Hannover.
Rückspiel in der WM-Quali, der irgendwo in diesem unglaubliches Tor. Da schien gar keine Gefahr zu drohen, dachte, den pflückt Manuel Neuer jetzt ganz einfach runter und wirft dann schnell ab zum Gegenangriff. Und dann sowas. Das ist der angesprochene Jawadorf, schauen wir mal. Also hier geht er hoch, Manuel Neuer zum ersten Pfosten und dann prallt der Ball irgendwo da auf den Rücken, er ringt ihn zu Boden. Malikow, der da vorne bei ihm steht, war der noch dran? Ich glaube, er schlägt ihm den Ball sogar irgendwo auf den Rücken. Jawadorf schlägt die Ecke und dann von Neuer über Malikows Rücken, den wir dann als Torschützen ansehen dürfen, den Spieler mit der Nummer 2 ins Tor. Selten gesehenes Gegentor und das, obwohl der Pfosten vorne besetzt ist mit Sascha Ritter. Sie zeigen, über welche Fähigkeiten er verfügt. Musil, Badstuber! Belohnt sich für eine wirklich starke Leistung. So frei möchte man auch in der Landesliga mal zum Kopfball kommen. Da fliegt er heran, Holger Badstuber. Der Mann aus Memmingen, der sich so prächtig entwickelt bei den Bayern. So lässig im Privatleben, feiern kann er. Vielleicht erinnern Sie sich beim Boxkampf mit Mütze. Aber auch ganz lässig heute auf dem Platz. Ein völlig ungefährdeter Erfolg gegen ein zweit-, wenn nicht drittklassiges Aserbaidschan, was trotzdem immer wieder in diesen Quali-Spielen seine Punkte holt. Mal gegen Finnland, mal gegen die Tschechen. Podolski. Und Kakao! Und da ist schon wieder der Jubilar, Miro Klose. Der macht den Punkt hinter dieses Spiel. Auch da Podolski beteiligt. Klose trifft in seinem 103. Länderspiel zum 55. Mal. Ein besonderes Tor. Zieht gleich mit Joachim Streich, dem besten Torschützen der ehemaligen DDR. Kakao sortiert sich und sucht noch. Und Klose macht einfach, macht ihn rein. Das, was ein Mittelstürmer machen muss. Vielleicht Aufbauhilfe für beide, für Podolski mit Köln und für Klose im Kampf um den Stammplatz bei den Bayern. Das waren Tage bei der Nationalmannschaft, die ihm gut getan haben müssen, diesen Miroslav Klose. Zwei Treffer heute, eine blitzsaubere Leistung, wirkt unglaublich schnell und ballsicher, wirkt gut wie lange nicht und das gilt heute auch für Lukas Podolski. Hat Spaß gemacht, diese Partie zu kommentieren. 6:1 besiegt Deutschland.